Und weiter geht's mit Pokémon. Das letzte Mal haben wir Blitz bekommen und uns hier schon auf die neue Route begeben. Ich gehe da nochmal runter, denn da unten, wenn man den Trainer hier umhaut, ich wechsle mal zu Ultrigaria. Ach ja, ich hab mich natürlich noch geheilt. Leise, still und heimlich. So. Ha, wie wär's mit einem Kampf? Ja, gerne doch. So, ja, der hat natürlich entweder einen Machok oder, ja, einen Kleinstein, na klar. Gut, ja, das ist mit einem Schlag down, würde ich sagen. Ankenhieb. Perfekt. Super effective. Kleinstein wurde besiegt. Und wir erreichen 026. 70 KP, ja, geht. Und noch ein Onix, okay. Aber gegen ein Pflanzen-Pokémon nicht den Hauch einer Chance. Deshalb, tschüss. Und das war's. Perfekt. Gut, denn da rechts liegt nämlich noch ein Item. So, haha, ein fairer Kampf. Ja, du mit Stein, ich mit Pflanze, klingt fair. Wir haben den Feuerheiler bekommen. Haben wir bis jetzt zwar eigentlich noch nicht so groß gebraucht, aber konnte noch nützlich werden. So, wir steigen jetzt erst schön auf unser Fahrrad und wechseln mal wieder das Pokémon. Denn gegen einen Käfer-Sammler ist Gliltexel doch besser. Du hast keine Chance gegen meine Käfer-Pokémon. Ja, ja, ja. Deswegen würde ich mich nie so anziehen nach den Pokémon, die ich trainiere, dann wissen die anderen Leute schon immer vorher, was sie für Pokémon einsetzen müssen. Ja, Raupi Level 20. Raupi am Spieß Level 20. Muhaha. Solange wir uns nicht vergiften lassen, ist alles gut, weil... Das kann ich jetzt gar nicht gebrauchen. Hornlier, ja, genau dich meine ich. So, Texto. Und... Irgendwie fällt mir auf, ich glaube, wir sind ein bisschen overleveled. Ich weiß auch nicht. Irgendwie sind alles so... Naja, keine Ahnung. Ich weiß nicht. Einerseits ist es ja gut, aber andererseits macht es dafür nicht so spannend. Ich habe ja eigentlich nur, offscreen habe ich ja eigentlich nur den Neuzugang immer trainiert gehabt. Wow, es hat überlebt, okay. Ah gut, mit Konfusion. Ich kann ja, glaube ich, eh keine Gift-Attacken, normalerweise. Kratzer müsste reichen, ja. Reicht leicht. Jawohl. Kein Level-Up, aber ein bisschen Geld. Boah, hat er wenig dabei. Ist hier noch was? Oh, ja, hier ist noch was. Ich gehe durch den Felstunnel nach Lavandia oder Lavandia, je nachdem wie man es ausspricht. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, ich habe immer Lavandia gesagt, aber Lavandia hört sich auch richtig an. Keine Ahnung. Naja, egal. Auf jeden Fall kennen sie meisten hier wahrscheinlich eh von der Musik oder weil sie es im Original gespielt haben. So, zack. In your face. Und down geht es. Also der Mega-Hieb haut ganz schön rein, das muss man sagen. Ein Sandan, okay. Ja, so schnell wie möglich weg mit dem Viech, so schnell wie möglich. Nein! Oh gut, es setzt nur ein Igel ein, okay. Da haben wir noch eine Chance. Solange es jetzt nicht anfängt mit Sand... Ach komm schon, Glutexe, ey, willst du mich verarschen? Jetzt kann das Ding auch noch Gift... Ihr wollt mich doch verarschen, ey. Komm schon, jetzt setzt der Mega-Hieb ein. Da wäre ja Sandwirbel schon lieber fast schon wieder lieber gewesen. Dieses Sackgesicht. Ja, gut, ich gebe verletzt. Ja, ich will einfach nur mal Blut von der höheren Trefferquote. Und macht sogar mehr aus, okay. Hätten wir uns das sparen können, aber naja. Muss unser Glutexo halt sterben. Und es versucht Grimasse zu lernen. Wir schauen uns das erstmal an. Ich weiß nämlich gar nicht mehr, was es macht. Ich denke, ja. Nein, das machen wir. Das lernen wir nicht. Ja. Sehr schön. Okay, er hat nochmal ein Sandan, okay. Ja, Ultrigaria, mach du das. Das ist. Das wird mir zu blöd jetzt. Komm schon. Zeig, was du drauf hast. Wir hauen dir einfach eine mit dem Rankenhieb drauf. Und das müsste ja reichen. Ja, reicht. So, ja, ich habe jetzt nämlich, ich will jetzt nicht extra nochmal zum, ich will jetzt eigentlich nicht nochmal extra zurück zum Pokémon Center. Dann müssen wir uns halt von Glutexel verabschieden, für diesen Part auf jeden Fall. Weil, naja,
Sonst schaffen wir ja gar nichts. Wir kämpfen ja eh die ganze Zeit. Ja. Gift, ja, reduziert. Gut. Wir hauen Glut drauf einfach. Und ja. Die Texte geht eh drauf, dachte ich, dann mache ich jetzt wenigstens noch das Rattern wenigstens fertig. So, tschüss. Aber wo geht's denn da oben lang? Kommen wir da auch wieder zurück? Isidor. Mit dir habe ich mich übernommen. Hier hast du mein Geld. So. Ach, da ist gar nichts, okay. Das hört sich immer an wie so ein... Erinnert mich irgendwie wie ein Blutzug oder so. Also aus der Serie. Ich weiß auch nicht. Naja. Aber es ist auf jeden Fall Giftschaden. Du hast keine Chance, du nerviges Balk. Wow, okay. Ja, dafür müssen wir dir eine draufgeben. Los, Ultrigaria. Zeig ihm, wo der Hammer hängt. Gut, ja, klein, ich tippe mal auf Kleinstein, Kleinstein, oh nix. Aber sicher weiß ich es ja nicht. Das haben die bei Schwarz und Weiß 2 echt gut gemacht. Dass die, ja, dass die eben noch Pokémon aus alten Editionen mit reingenommen haben. Nicht nur die Pokémon aus der eigenen. Das bringt echt schön viel Abwechslung rein. Ansonsten hier kämpft man immer gegen die gleichen. Ne? Klar, die ersten, das ist die erste Edition. Ein Remake natürlich. Da konnte man es noch nicht anders machen, aber bei der Diamant und sowas, da haben die immer den gleichen Fehler wieder gemacht. Naja. Gut, oh, unser AP von Rankenhieb geht down. Nehmen wir mal Säure. Ja, könnte mit zwei hinhauen, vor allem da jetzt noch die Verteidigung down geht. Halt nein, Säure ist, das ist doch eigentlich Spezialangriff, oder? Ich bin nicht sicher. Ja, muss eigentlich. Aber es ist down. Sehr schön. Und Level 27. Man merkt echt, Ultrigaria levelt viel schneller als Glutexo. Oder kämpfen wir einfach schneller? Ich weiß nicht. Wenigstens haben die Erwachsenen hier mehr Geld dabei. Okay, ich hoffe, es ist richtig. Ja. Und da ist schon wieder eine Pfadfinderin. Ach Gott. Trau dich ruhig mit mir zu kämpfen. Ja, man. Zum Glück war nicht eine, die sagt, du hast mich angeschaut. Halt, aber das sind ja nur Gören, die das machen, genau. Ja, Glutexo ist tot, nur noch ein brauer Ball. So, gut. Mal schauen, wie die Säure gefällt, Mauzi. Wie brutal das eigentlich ist. Wir tun die hier mit voll verätzen und alles. So, nochmal drauf. Aber so schaut es nochmal aus in der Welt Pokémon. So, jawohl. Gut, sie hatte nur eins, also das war mal easy. Das war zu viel des Guten. Das sagen irgendwie viele. Gut, da unten ist... Ach, da haben wir vorher das Item geholt, okay. Gut, schauen wir erstmal da oben entlang, da gibt es bestimmt ein Item. Ach nein, das ist die Surferstrecke, genau. Da kann man sich doch, glaube ich, ein Quappo, genau. Oder? Quapuzzi, nicht Quappo. Die Texte wurde besiegt. Nein! Gerade vom Pokémon Center. Naja. Da kann man sich, glaube ich, oben irgendwann später dann noch ein Quaps. Ach, was sag ich? Quapuzzi, ja. Ich schau nur, da ist auf jeden Fall ein Assistent. Oh, Simon, ich habe schon nach dir gesucht. Ich bin es, der allzeit präsente Assistent von Professor Eich. Falls du bereits 20 Pokémon in deinem Pokédex hast, kann ich dir von Professor Eich eine Belohnung geben. Gab mir einen ewigen Stein. Also, ich frag dich. Dein Besitz. Nein, mein Besitz nicht. Ah, uns fehlen noch zwei, okay. Müssten wir dann mal machen. Aber erstmal heilen wir uns. So, ich würde sagen, gehen wir einfach in die Höhle und fangen da ein paar Pokémon. Weil in der Höhle sind ja eh alles, sind ja noch Kleinstein und alles mögliche an Zeug. Wir haben Pokébälle, oder? Ich glaube, ich habe mal welche gekauft, die auf 5 haben wir. So, okay. Gut. Ah, da ist schon wieder eine Trainerin. Ich glaube, der hat den Pixie, oder? Jedes Mal, wenn ich in einer Pokémon-Arena gekämpft habe, wurde ich besiegt. Tja, das heißt, du hast nicht mal Rocco besiegt? What the? Okay. Aber mit einem Pikachu Level 20, ja. Genau. Ja, okay, es ist Blitz, aber trotzdem Level 20. Gut. Oh nein, bitte nicht, bitte nicht. Na. Na toll, jetzt hat paralysiert. Leckt mich doch. Dafür bist du down, Pikachu. So, wollen wir das. Und ein Pipi, okay, kein Pixies. Wie, dass ich mir das noch merke, nach 5 Jahren. Gut, da nehmen wir nochmal die Säure. Und hoffen mal, dass die Paralyse nicht wirkt.
Und wie ist denn? Es hier wirkt, okay. Komm, Säure drauf. Ja, du Blixi, wir wissen's. Solange sie nicht einen Haufen weiße Volltreffer landet, ist das ja nicht schlimm, was die da macht. So. One-Hit? Nein, kein One-Hit. Spotlight, was macht denn das doch mal? Zieht alle Aufmerksamkeit auf sich, aha. Ja, wir tun mal die Aufmerksamkeit mit der Säure auf sich ziehen. So, gut. P wurde besiegt und wir haben 291 EP. Nein, nicht schon wieder. 400 Pokédollar, jawohl. So, hier sind wir beim Felstunnel, eine Umleitung nach Lavandia. Lavandia. Und hierfür haben wir den Blitz gebraucht, denn im Felstunnel, wie man hier schön sieht, ist es stockfinster. Da haben wir jetzt zum Glück unseren Mauzi dabei und können Blitz einsetzen. Wie auch immer es den Blitz macht, auf jeden Fall macht es das und das ist die Hauptsache. Okay, gut. Wir, da ist schon wieder so ein Pokémon-Verrückter. Ein Kleinstein, okay. Wenn wir es nicht umlegen, können wir uns das ja gleich mal fangen. Mit Säure könnte es noch, müsste es eigentlich überleben. Ja, Stärke Elektrizität nimmt ab, das, ja. Man merkt, dass du keinen Trainer hast. Okay. Ich setze einfach Schlafpuder ein und wechsle dann zu einem anderen Pokémon, sonst dauert mir das hier definitiv zu lange. Jawohl. Schlaf schon ein. Kam mir das nicht so vor, deswegen hatte ich die Augen gerade. Nee, das kam mir garantiert nicht so vor. So, okay, was macht nicht so viel Schaden? Aber was macht trotzdem ein bisschen Schaden? Metallklaue ist schon wieder zu heftig. Ach, ich hau jetzt einfach mit Mauzi ein bisschen drauf. Wenn solange das Kleinstein schläft, macht's ja nichts. So. Und Licht. Zack. Ja, das macht auch nicht sehr viel mehr, toll. Naja, das wird. Das ist lame und ich stelle mich an. Ein Volltreffer, yay! Okay, ich glaube. Wir können im Prinzip eigentlich wieder zu Ultragaria wechseln. Ich würde sagen, wir hauen einfach nochmal eine Säure drauf und dann versuchen wir es. Und dann muss es gehen, klappen, wenn es einschläft. Ansonsten, es dauert so schon ewig. Wow, Intensität 6. Das ist schon heftig, aber wir haben jetzt so ein hohen Level, da macht das nichts. Gut. Oh, wir machen ja noch weniger Schaden als Mauzi, okay. Egal, wir machen einfach nur Schlafpuder und dann werfen wir den Pokéball. Eigentlich sollte ja klappen, wenn das Viech schläft. So, Kleinstein, ja. Schlaf schön. Bleib auch eingeschlafen, ja. Los, Pokéball! Und? Werden wir es haben? Ja, und? Jawohl! Kleinstein wurde gefangen! Schlafend und verprügelt, ja. So tun wir es jetzt an den Computer. Wanderer stolpern in den Bergen häufig über dieses Pokémon, da es wie ein Stein aussieht. Deswegen ja auch Kleinstein. Gut, wurde in Box 1, ja. Okay. Gut, schauen wir uns erstmal nach rechts um, denn hier liegt noch was. Schutz, oh ja, das können wir später noch brauchen. Sehr schön. Gut, da ist wieder ein. Meine Pokémon kämpfen los. Pokémon Superstreber oder? Ach, das ist. Diesmal ist es ein Maniac. Pokémaniac Torben. Ah, Torben, erinnert mich an Scenetech TV auf YouTube. Also hier, ja, wie ist er ja auch auf YouTube? Scenetech TV kann ich nur empfehlen. Die sind noch voll unbekannt. Ja, okay. Wir haben nur 20.000 Abonnenten, aber die sind so gut. Echt übelst professionell. Also kann ich nur empfehlen. Okay. Paralyse macht Ultragaria zu schaffen. Solange wir jetzt treffen, passt's aber. Jawohl. Volltreffer. Ah, ja, mit einem KP. Du mich auch. So, oh oh. Wir sind schon im gefährlichen Bereich langsam. Ja, ich weiß, nicht so effektiv, aber es geht trotzdem down. Schön. Als nächstes ein Fleckmon. Ah, Fleckmon ist auch cool, so volles Chiller-Pokémon. Aber schaut ein bisschen dumm rein. Gut, ja, wir nehmen den Rankenhieb. Aquaknarre ist jetzt nicht so der Hammer gegen uns.
Aber es reicht ja wohl. Volltreffer auch noch und effektiv. Ach, besser kann es nicht mehr gehen. Level 28, sehr schön. Jawohl. Spieler besiegt, Pokémaniac Tom. Game over. Jawohl, und richtig schön viel Kohle. So, aber wie es jetzt weitergeht, schauen wir uns nächstes Mal an. Wir fangen nur schnell einen Mankey. Ah, okay. Gibt's die hier auch? So, ich hoffe, die Säure erledigt's nicht. Oder es erledigt uns nicht. Nee, macht's nicht, oder? Oder? Doch, es erledigt dich. Jetzt wurden wir echt von dem Mankey besiegt. Apropos, ja. Pokémon Real Life von Smosh. Müsst ihr gesehen haben. Ich hoffe mal, ihr habt's gesehen. Mankey. Naja, müsst ihr euch anschauen. Es gibt auch einen guten deutschen Übersetzung. Vielleicht mache ich irgendwann mal so Videos, wo ich meine Lieblings-YouTube-Videos wöchentlich immer vorstelle. Das wäre mal eine gute Idee. Ja, oh, perfekt. Wir haben es vergiftet. Solange ich sterbe jetzt nicht an der Vergiftung. Bitte, bitte, bitte. Wehe dir. Wehe. Du stirbst jetzt. Ach, leck mich doch. Na toll. Okay, dann halt nicht. Gut, dann... Komm schon. Ich weiß, der Part ist schon wieder zu lang, aber ich will jetzt noch schnell ein Pokémon fangen und uns den ewigen Stein holen. Zubat haben wir... Ach, haben wir noch gar nicht, okay. Gut zu wissen. Flug. Ja, genau, so ist es gut. So, halte ich aber nicht zu euch. Ja, so geht's, so passt es. Nicht zu den Pokémon, sondern in den Beutel. Und da schnappen wir uns dich jetzt. Los mit dem Pokéball. Und müsste eigentlich reichen. Jawohl. Sehr schön. Zubat wurde gefangen. Und was steht bei dir dabei? Wahrscheinlich ist es Blutsauger oder so. Dieses Pokémon lebt in Kolonien an dunklen Orten. Es identifiziert und ortet Ziele mit Ultraschall. Ja, wie eine Fledermaus. Es hat nicht mal Augen. So, was ich komisch finde. Es wird jetzt am PC abgelegt, aber wir können keine Pokémon abholen vom PC. Dafür müssen wir wieder extra ins Pokémon Center. Und ja, gehen wir gleich mal ins Pokémon Center. So, Zerschneider, ja. Wir sind zu faul, außen rum zu laufen. Danke, Porenta. Okay. Gut, wir haben uns durch den Rest der Route durchgekämpft. Und werden dann im nächsten Part den restlichen Felstunnel erkunden, würde ich sagen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und... Na, wir sehen uns noch nicht im nächsten Part. Erst reden wir mit dem Assistenten noch. Ja, was ich nach mir gesucht und 20 Pokémon, bla bla. Belohnung, Ewigstein, ja. Super, du hast 20 verschiedene. Das hast du ja redlich verdient. Ewigstein, nicht Ewigstein. Jawohl, durch die Entwicklung der Pokémon wird der Pokédex erweitert. Aber manchmal soll sich ein Pokémon nicht entwickeln. In diesem Fall kannst du ihm den Ewigstein geben. Der Professor hat gesagt, dass er die Entwicklung aufhält. Ja, damit kannst du dafür sorgen, dass sich ein Pokémon nie entwickelt. Aber du könntest auch einfach B drücken, wenn es sich entwickelt. Also verstehe ich nicht so ganz, was der Sinn von dem ewigen Stein ist. Naja, egal. Gut. Ich laufe schon mal... Ja, ich laufe schon mal in den Tunnel rein. Und ich würde sagen... Ja, wir sehen uns im nächsten Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis dann!